Moin Leute, das erste Video zum DFB-Pokal steht an. Weil es bei FIFA nicht alle Mannschaften gibt, konnte ich leider auch nicht alle Spiele prognostizieren, sondern eben die 6 und übermorgen kommen nochmal weitere 6. Morgen erstmal dann Einzelspiel Fürth gegen Dortmund. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Bedenkt, dass das lediglich eine Prognose ist und mit der Wahrheit und der Realität relativ wenig zu tun hat. Und bedenkt auch, dass ich kein ausgebildeter Kommentator bin. Das heißt, wenn mal Sprachfehler dabei sind, dann nehmt mir das bitte nicht allzu übel. Jetzt geht's los mit Wien gegen Pauli. Der SV Wien Wiesbaden empfing am Freitagabend zur Eröffnung des Pokals 2018-2019 den FC St. Pauli. Und die Gäste aus Hamburg sind hier gut in die Partie gestartet, haben ja auch in der Saison eine sehr gute Auftaktserie hinlegen können mit 2 Siegen. Und hier kamen sie direkt mal gefährlich. Flum ist das, der erstmal einen Schuss ergibt. Und dann letztendlich der Fehler von Mvrouza, ausgenutzt von Sami Alagui. 17. Spielminute. Wien Wiesbaden kriegt den Ball nicht geklärt. Kolke ist dann im Endeffekt machtlos und konnte das 0:1 nicht mehr verhindern. Wien versuchte zu antworten in der dritten Liga, ja, so langsam ein bisschen in die Saison hineingefunden nach 2 Niederlagen. In Folge hatten sie jetzt gegen Braunschweig kurz vor Schluss noch einen Punkt zumindest holen können. Der FC St. Pauli war aber spielbestimmt und die bessere Mannschaft. Das ist der Eckstoß von der rechten Seite und Johannes Flum per Kopf zum 2:0. 45. Spielminute, zum allerbesten Zeitpunkt, den man nur erwischen kann, eben der zweite Treffer an diesem Abend. Und für Wien gab es in der zweiten Halbzeit eine große Aufgabe zu bewältigen. Und das schafften sie nur sehr, sehr schwer, weil St. Pauli weiterhin gut nach vorne spielte und kaum etwas nach hinten zuließ. Sie gaben nochmal alles, Brandstätter auf Scheffler, legt nochmal rüber, der Abschluss aber dann auch wiederum zu harmlos. Der FC St. Pauli setzt sich relativ souverän durch, im Endeffekt auch diese Möglichkeit hier von Brandstätter in der 90. konnte nichts mehr ändern daran. Wien Wiesbaden scheidete aus und der FC St. Pauli schafft es mal zur Abwechslung in die nächste Runde. Ein Zweitligaduell im DFB-Pokal bedeutet ja eigentlich immer Chancengleichheit. Der erste FC Magdeburg empfing den SV Darmstadt 98. Die Magdeburger hatten hier erstmal die bessere Anfangsphase. Kosti mit der Vorlage auf Preisinger, der aus der Möglichkeit viel zu wenig macht. Das hätte schon das frühe 1:0 für Magdeburg sein können, konnten ja den ersten Punkt gegen Aue in der zweiten Liga zuletzt einfahren. Aber auch Darmstadt gut auf dem Weg nach vorne. Heller ist das, bringt den Ball auf Medojevic und gute Parade dann von Jasmin Felsic. Reißt da die Arme hoch, macht er richtig gut und verhindert das 0:1. Auch Magdeburg weiterhin auf dem Weg nach vorne für Daniel Heuer-Fernandes, der zuletzt gegen St. Pauli zweimal hinter sich greifen musste, war das wieder keine größere Aufgabe. Und dann kam der Auftritt von Yannick Stark, wird nicht angegangen und macht das 0:1. 40. Spielminute, ein super Treffer oben links rein, da ist für Felsic in diesem Fall nichts mehr zu halten. Und dann sitzt der Ball eben im Netz. Tobias Kempe im zweiten Durchgang, dann mit dem Eckstoß, Stark versucht es, diesmal aber etwas unglücklicher. Viel kam bei dieser Partie nicht mehr zustande. Darmstadt verwaltete das und diese Möglichkeiten nach Eckstößen waren eben weitestgehend auch recht ungefährlich. Magdeburg gab nochmal alles, kam auch nochmal Butzen. Lässt dann hier diese Riesenmöglichkeit liegen, das hätte es natürlich sein müssen. Kommt da völlig frei, stehen zum Abschluss vor Daniel Heuer-Fernandes, trifft nur das Außennetz. Niemeyer, wieder Heuer-Fernandes, der immer mal wieder eingreifen musste, aber größtenteils nicht gefordert war. Dann dieser Querschläger von Zulu nochmal in der letzten Spielminute, aber auch das wurde nichts mehr. Magdeburg konnte dieses 0:1 aber nicht mehr ausgleichen. So setzt sich Darmstadt im Endeffekt auch nicht ganz unverdient durch, aber der erste FC Magdeburg hätte sich zumindest noch in die Verlängerung retten können. Es ist knapp 5 Jahre her, da standen diese Teams in der Relegation zwischen Bundesliga und zweiter Bundesliga gegeneinander auf dem Feld. Jetzt war es eine Partie zwischen einem Drittligisten und einem
Champions League-Teilnehmer. Hoffenheim wollte die Partie an sich nehmen und das taten sie auch. Mit ihrer Qualität mussten sie das dementsprechend auch tun. Nico Schulz mit der ersten Möglichkeit war noch zu harmlos, doch sie wollten diese Partie gleich in eine gewisse Richtung lenken und das gelang ihnen dann immer besser. Nadim Amiri mit der Vorlage und Vincenzo Grifo mit dem 1:0. 15. Spielminute, das frühe 1:0 für die Gäste aus Sinsheim. Klasse Treffer für Jan-Ole Sievers, ist da nichts mehr zu halten. Aber Kaiserslautern spielte auch durchaus mit und hatte Möglichkeiten, zumindest hier was zu machen. Zumindest mal den Ausgleich erstmal herzustellen. Aber Baumann mit einer tollen Reaktion fährt da das Bein aus und kann den Ausgleich verhindern. Wir springen in den zweiten Durchgang. Hoffenheim wollte den Ball jetzt weiterhin vom eigenen Tor fernhalten und vor allem das 2:0 machen. So ein 1:0 ist ja ein durchaus trügerisches Ergebnis. Das hier war noch deutlich zu schwach. Kaiserslautern kam auch über Kontermöglichkeiten zu Chancen. Spalvis, Lukas Spalvis, dann ist es Zuber, der weiß nicht, was er da mit dem Ball macht und irgendwie prallt der Ball dann in den Pfosten. Ganz kuriose Aktion. Was auch immer Steven Zuber da geritten hat, man weiß es nicht. Allerdings gab es dann kurz vor Schluss nach einem Handspiel noch Strafstoß für Hoffenheim, die Möglichkeit, alles zu entscheiden. Grifo scheitert aber am überragenden Jan-Ole Sievers. Letztendlich blieb es aber bei diesem 0:1. Hoffenheim kommt weiter, auch durchaus verdient. Der 1. FC Kaiserslautern hätte es noch schaffen können, weil es lange Zeit eben knapp war. Aber das geht schon so in Ordnung. Im Sparkassen-Erzgebirgsstadion war der 1. FSV Mainz 05 zu Gast, der sich in den letzten Jahren im DFB-Pokal manchmal besser und manchmal schlechter, auch gegen unterklassige Vereine, schlug. Sie hatten hier die erste Möglichkeit. Das ist Pablo de Blasis, der nicht richtig angegangen wird, ein paar Übersteiger macht und dann das erste Mal Martin Mennel testet. Aber der Routinier im Auergehäuse hat keine Probleme, diesen Ball aufzufangen. Doch sie waren deutlich stärker und das 1:0 musste eigentlich fallen, aber wieder Mennel, der den Ball parieren kann. Karim Unisivo ist das, aber direkt in die Arme. Der wäre auch sonst vorbeigegangen. Doch die Mainzer Überlegenheit musste eigentlich irgendwann folgerichtig zum Tor führen. Das ist Unisivo von Holtmann bedient und jetzt war er auch drin. 26. Spielminute, 5 Großchancen hatte Mainz bis dahin schon herausgespielt und jetzt war der Ball endlich drin. 1:0 für Mainz. Aber dann dieser Fehler. Rizzuto mit einem überragenden Ball auf Pascal Testroth. Neuzugang aus Dresden. Da macht er viel zu wenig draus. Das hätte es durchaus sein können. Vielleicht sogar müssen. Im zweiten Durchgang versuchte Aue nochmal alles, aber es gelang nicht so viel, weil die Abschlüsse immer deutlich zu harmlos waren. Und dann Brosinski knapp 20 Minuten vor dem Ende mit dem Eckstoß von der rechten Seite. Von Mainz kam so viel auch nicht mehr. Mennel erst mit der Parade und dann das Eigentor von Rizzuto. 72. Spielminute, es war alles entschieden. Der Ball war komplett hinter der Linie, sieht man hier gut. Es stand 0:2. Bertram dann aber auch im Pech und Nazarov etwas zu schwach. Aue hätte sich auch zumindest ein Treffer verdient gehabt, aber es geht im Großen und Ganzen schon definitiv in Ordnung, dass sie der 1. FSV Mainz 05 in die nächste Runde einzieht. Hansa Rostock musste zuletzt in der dritten Liga eine Pleite hinnehmen und jetzt kam der VfB Stuttgart ins Ostseestadion. Es war eine sehr umkämpfte Partie mit wenigen Highlights. Das ist mal Erik Tommy auf Seiten der Stuttgarter mit der Flanke. Gomez kann sich da drehen, dauert aber im Endeffekt etwas zu lange. Und Wannenwetsch ist dazwischen und verhindert da erstmal Schlimmeres mit dem Gesäß. Aber Stuttgart hatte das Zepter hier erstmal in der Hand, auch wenn es nicht zu vielen Chancen kam. Johannes Gelios, wenn er gefragt war, dann war er auch zur Stelle. Gomez zu harmlos. Wir springen schon in die 45. Minute. Nochmal eine Möglichkeit. Freistoß aus dem Halbfeld. Castro, aber das ist zu harmlos letztendlich. Der Abschluss kommt trotzdem zustande, aber Tommy viel zu schwach letztendlich. Und Rostock traute sich dann in der zweiten Halbzeit mal was, weil sie merkten, hier geht was. Pascal Breyer mit dem Abschluss. Tolle Parade von Ron-Robert Zieler. Es wurde brenzlicher für den Favoriten aus Stuttgart. Der Ball hätte gepasst. Das wäre es natürlich gewesen. Der anschließende Eckstoß wieder mit Gefahr. Bischoff legt sich den zurecht. Der Portugiese bringt den Ball direkt in die Mitte. Gefährlich!
weil Sibi Suku mit dem Kopf rankommt. Maffeo klärt dann wieder zum Eckstoß. Etwas überhastet, aber Suku ist viel zu frei. Und auch der hätte eventuell den Weg ins Tor gefunden. Der anschließende Eckstoß, mal wieder der anschließende Eckstoß. Und dann kam es zum Strafstoß. Holger Badstuber mit der Hand am Ball. Die Bilder konnten es nicht wirklich auflösen, aber es gab in der 90. Minute diesen Elfmeter und Sebio Suku ließ sich diese Möglichkeit nicht entgehen. Das erste Pokaltor für ihn, logischerweise im ersten Spiel, bringt Rostock in die nächste Runde. Schon gegen Wien Wiesbaden beim letzten Heimsieg, beim 3:2, konnte er in der 90. Spielminute einen Elfmeter verwandeln. Der hat keine Nerven, scheinbar, und den macht er souverän rein, für Zieler keine Chance. 1:0 gewinnt also Hansa Rostock gegen VfB Stuttgart. Sicherlich die größte Überraschung bislang. Aber im Großen und Ganzen geht das auch in Ordnung, weil im zweiten Durchgang von den Stuttgartern deutlich zu wenig kam. Der KSC empfing im Wildparkstadion Hannover 96 und es war eine durchaus unterhaltsame Partie, weil beide Teams nach vorne spielten. Hannover 96, die Vorbereitung ist abgeschlossen und endlich konnten sie mal wieder ran. Ilas Bibu mit der Erstmöglichkeit testet da Upov, der das aber ohne Probleme regeln kann. Dann kam auch Karlsruhe nach vorne, im Liga-Alltag angekommen. Dementsprechend sah man, dass sie schon gut eingespielt waren. Aber gute Parade hier auch von Philipp Czauner. Bibu mit dem Durchstecker auf Asano und dann war's geschehen. 0:1, 33. Spielminute, zu dem Zeitpunkt sogar etwas schmeichelhaft, weil Karlsruhe etwas nach vorne bringen konnte. Dieser Konter war dann dementsprechend aber tödlich. Kyungrok Choi auf Sané im zweiten Durchgang und ein wunderbarer Treffer. Es war wirklich eine gute Partie. Und Salio Sané, Neuzugang aus Groß-Asbach, hängt den Ball oben in den Knick. Und Karlsruhe wollte mehr. Karlsruhe wollte unbedingt in die nächste Runde einziehen. Aber Czauner kann den Ball hier 25 Minuten vor dem Ende festhalten und Hannover kam da nochmal. Bobby Wood ist das. Bobby Wood auf Asano, der sich clever auf den ersten Pfosten hinzubewegt und in der 72. Minute entscheidet er diese Partie. Für Karlsruhe wäre deutlich mehr drin gewesen. Sie haben eine gute Partie gemacht, aber Hannover setzt sich dann im Endeffekt mit etwas mehr Cleverness und der individuell besseren Qualität schmeichelhaft dann durch. So, das war die Prognose. Der erste Teil. Morgen kommt das Spiel Fürth gegen Dortmund und dann übermorgen der zweite Teil mit weiteren 6 Partien. Tippt immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall interessieren und freuen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen und ein Abo freuen. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis morgen und ciao.